So, was ist denn das jetzt? Halt, ich muss jetzt gerade mal die Sitzung unterbrechen. Also so geht's nicht. Also das ist wirklich jetzt. Wir haben uns hier nämlich Pizza bestellt. Und der Pizzadienst kommt nicht durch. Und zwar bitte ich den Fahrer des Wagens RA für Rastatt LX 424 sein Fahrzeug sofort fortzufahren. Denn der Pizzadienst kommt. Was wollen Sie? Ja, das bin ich, Herr Präsident. Ich komme gleich. Warte mal. Ich habe das Auto extra falsch notgestellt. Wer ist denn das jetzt? Ja, Moment. Hallo? Ich komme gleich. Ihr kennt doch die Frau Hopp. Wir sind hier auf einer Live-Sitzung. Hallo. Bitte? Live-Sitzung. Ich habe das Auto extra falsch notgestellt, damit ich von Ihnen auch mal aufgerufen wäre, würde tät. Ja, super. Wer ist da? Und wenn dann alle Fernsehkameras auf mich gucken täten, dann wollte ich so machen. Erst so und dann so. Ich bin Clara. Clara Kohlbecker. Wir wohnen da hinten in dem dunkelgrünen Haus an der Straße. Und wir haben es schön daheim. So alles in dunklem Holz gehalten und so. Ich wollte schon immer mal bei der Badisch-Pfälzischen Karnevalsvereinigung auftreten, weil mir gefällt da nämlich einer vom Elferrat. Aber wenn der mich jetzt auch noch nicht liebt, Mama hat gemeint, ich wäre schon immer so Ullknudel gewesen. Ich könnte so gute Witz erzählen. Ich kann ja mal einer erzählen. Da ist letztens am Himmel war zwei Tore und auf dem ersten Tor war draufgestanden für Männer, die von ihren Frauen bevormundet werden. Und hinten dran war eine ganze Reihe voller Männer gestanden. Und auf dem zweiten Tor war gestanden für Männer, die nicht von ihren Frauen bevormundet werden. Und da war nur ein Mann gestanden. Der Petrus sieht es, kommt raus, geht zu dem Mann hin und sagt: Mein Sohn, wieso stehst ausgerechnet du vor diesem Tor? Dann sagt er: Ha, ich weiß nicht so recht, meine Frau hat halt gesagt, ich soll mal daher stehen. Der gefällt mir ja. Kann ja noch mal einer erzählen. Ja. Da ist letztens eine Blondine an einem Laternenpfahl vorbeigelaufen und dann lässt sie einen Zettel, auf dem steht, Apartment zu vermieten. Oh, hat sie gedacht, da klopfe ich mal an. Klopft, aber ist nichts passiert. Dann hat sie nochmal geklopft, ist wieder nichts passiert. Und das Ganze hat auf der anderen Straßenseite einen Polizist gesehen. Dann geht er zu ihr nüber und sagt, was machen denn Sie da? Dann sagt sie, ja, da hängt ein Zettel, Apartment zu vermieten. Aber es macht niemand auf. Dann sagt er, komisch, das Licht brennt. Eigentlich müsste jemand daheim sein. Auch gut, gell? Wo ich das Ganze bloß herheb. Mir gefällt das alles so gut. Wenn wir alle zusammen lachen und lustig sind, dann sind wir so richtige Gemeinschaft, gell? Wir haben daheim auch so einen schönen Zusammenhalt. Das hat aber die Mama gemeint, jetzt soll ich langsam mal mein eigenes Glück suchen. Jetzt gucke ich nachher mal da, vielleicht finde ich ja da mal Stingerle. Der muss aber nicht wirklich ein Stinger sein. Das ist nur ein Syndrom für einen Mann. Ich hätte gern so einen starken Mann, so wie sie früher waren. Ja, mit Muskeln da und da. Wenn sie immer mit so... So breite Fies da stehen, das gefällt mir. Ich finde es nämlich so schleimig, wenn die Männer ihre Hornhaut mit Bimsstein wegmachen. So einer will ich nicht. Manchmal träume ich, dass um mich rum ganz viele starke Männer stehen täten und die da alle bloß mich wählen. Und dann täten sie langsam auf mich zukommen. Oh, da kriege ich gerade schon wieder Gänsehaut. Da male ich mir immer so Sachen aus. Aber die Mama hat gesagt, es wäre nicht so schlimm. Träume darf man.
Herr Präsident, darf ich Mama grüßen? Was? Darf ich Mama grüßen? Nur noch das, aber dann ab. Ja. Mama, ich grüße dich. Ich habe auch für heute extra ein Lied auswendig gelernt. Ich kann es ja mal singen. One, two, three. Ich will ein Cowboy als Mann. Ich will ein das ist gar nicht so leicht, da ist ein Stimmbruch drin. Herr Musiker, könnten Sie mir ein paar Klangschale dazu machen? Ja. One, two. Das ist Englisch. One, two, three. Ich will ein Cowboy als Mann. Ich will ein Cowboy als Mann. Dabei kommt's mir gar nicht auf das Schießen an. Denn ich weiß, dass so ein Cowboy... Und dann werde ich so machen. Ich habe noch mehr Bewegungen dazu einstudiert. Die gehen so. Ich will ein Cowboy als Mann. Vorne habe ich so gemacht und hinten habe ich Faust. Und für die Männer habe ich extra was inseriert. Ja, das geht so. Ich will ein Cowgirl als Frau. Ich bin so luder, gell? Wir können es ja mal in der Gruppe probieren. Ja? Sie müsste sich nur vorher überlegen, ob sie ein Cowboy oder ein Cowgirl wollte. Ja. One, two, three. Ich will ein Cowgirl als Mann. Da kommt man ganz durcheinander, gell? Aber sie haben trotzdem eine gute Auffassungsgabe. So wie die Frau, die letztens zum Psychiater gegangen ist, dann hat sie gesagt, mein Mann, der will überhaupt keine Liebe mehr mit mir machen. Dann sagte Psychiater, jetzt probieren wir mal Folgendes. Wenn er heute Abend vom Geschäft heimkommt und er geht unter Dusch, dann nehme sie eine Flasche Spülmittel, schütte sie es über ihn drüber und sage, Brili, 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 machen Libi, Fili, Fili. Und dann gehen sie ins Schlafzimmer und legen sich ins Bett. Also abends kommt der Mann vom Geschäft heim, steigt unter die Dusche. Die Frau geht zu ihm in die Dusche rein, nimmt die Flasche Spüli und schüttet es über ihn drüber. Brili, 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 machen Libi, Fili, Fili. Dann legt sie sich ins Bett und zieht sich aus und wartet, was passiert. Plötzlich reißt der Mann die Schlafzimmertür auf, nimmt die Flasche Scheuerpulver, schüttet sie über sie drüber und sagt, Ada, 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 in die Kneipe geht der Vater. Herr Präsident. Was ist denn jetzt schon wieder? Damit mein Stinkerle mal nicht in die Kneipe geht, da habe ich extra in meinem Zimmer eine Trommelperforation mir ausdenkt. Darf ich die mal zeigen? Aber dann fahren Sie das Auto weg. Jetzt noch die Trommelwasserperforation und dann Auto weg. Ja, es ist was ganz Schönes. Aber jetzt ganz schnell. Ja. Mein Gott, nee, Frau. Thank you.
erkennen und nachlesen. Das war aus Gaggenau Clara Kohlbecker, Marion Striebisch. Herr Präsident. So, was ist denn jetzt schon wieder? Herr Präsident. Was? Herr Präsident, hätte Sie ein paar viele liebe Worte jetzt zu mir sagen? Oh Gott, also die Frau, die kostet mich Nerven, die da. Ein paar liebe Worte. Ja. Pass auf. Mein Schatz, hätte ich nur einen Wunsch, so wünschte ich mich in dein Herz. Doch die Sehnsucht nach meiner Pizza ist größer. Drum fahr dein Auto weg und mach kein Tatz. Unsere Marion Striebisch. Herr Präsident. Was ist denn jetzt schon wieder? Herr Präsident, sind Sie jetzt fertig? Ich wäre schon seit 10 Minuten fertig. Ach ja. Herr Musiker. Ausmarsch, bitte. Was ist denn jetzt? Ich hätte gerne einen Ausmarsch. Irgendwas, wo man sich drehen kann. Also, one. Spielen. One, nur, dass sofort kommt. One, two, three. Auf unsere Marion Striebisch, drei donnernde A, 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 ist sie fort, Gott sei Dank, da können wir weitermachen, also mit der wollte ich nicht verheiratet sein, ehrlich, ach Gott, ihr Kinder.